Hey Leute, herzlich willkommen zu Legion TD 2, einem Tower-Defense-Spiel ohne Türme. Was das bedeutet, werden wir gleich noch sehen. Ich habe das Spiel vom Entwickler kostenlos bekommen. Vielen Dank an der Stelle. Wie gesagt, das handelt sich um ein Tower-Defense-Spiel und man kann das 2 gegen 2 oder 4 gegen 4 spielen, soweit ich das mitbekommen habe. Das soll ein bisschen komplizierter sein. Das Video ist jetzt hier blind, also nicht wundern, wenn ich das ein oder andere nicht verstehe. Das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, um eigentlich mal einen Ersteinblick zu bekommen, wie denn so ein Orthonormalo wie ich auf sowas reagiert, wie einsteigerfreundlich das ist, wie gut man sich darin zurechtfindet. Deswegen mache ich ja auch diese blind angespielt Videos. Okay, so viel dazu. Dann gehen wir doch als erstes mal hier in den... Die Spieleinstellung dürfte das hier sein, genau, Vollbild, Grafikqualität Ultra, Mauszeiger auf Bildschirm begrenzen, Max FPS kann man hier verstellen, ich habe das auf 60, Max Lobby FPS und so weiter und so fort, Schattenqualität, Arbeiteranzeigen, der übliche Kram halt. Tonregler haben wir hier, ist auch wunderbar, Steuerung kann man hier auch neu belegen, alles klar, Oberflächeeinstellung kann man auch alles individuell einstellen, Kamera-Zoom-Empfindlichkeit, Kameraglättung und so weiter und so fort. Soziales haben wir hier noch. Nachrichten, von wem darf ich Nachrichten bekommen sozusagen. Und Systemeinstellungen, da können wir die Sprache einstellen. Geht auf jeden Fall Deutsch, das ist schon mal super. Und es gibt auch noch eine Menge anderer Sprachen. Gut, aber das waren jetzt nur mal ganz kurz die Einstellungen. Ja, zurück und speichern bitte. Wir haben hier ein Hilfsmenü. Da kann man sich einen Kodex anschauen zu den unterschiedlichen Einheiten. Und das ist auch schon der Punkt. Hier gibt es keine Türme. Soweit ich das mitbekommen habe, ich glaube, gibt es hier vereinzelte Türme? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es hier Einheiten. Und man kann die auch noch upgraden. Emojis gibt es hier, Textkommandos, 1000 verschiedene Sachen. Gut, ich komme aber zuerst, bevor wir unser Spiel im Tutorial mal anschauen, noch auf einen Punkt. Das Spiel ist im Early Access, soll soweit komplett sein. Es kommen halt neue Features nach und nach immer noch dazu. Der Punkt ist halt, es kostet 19,99 € und für ein Multiplayer-Spiel, wenn es nicht gerade ein bekannter Name ist oder eine bekannte Hintergrundgeschichte hat, dann ist das schwierig. Legion TD ist eigentlich auch, bekannt, okay, aber so viel, so bekannt, wie es sein müsste, damit die Leute das auch wirklich in großen Massen kaufen. Ich habe da so meine Zweifel. Das ist halt auch wieder das Problem, was ich bei Mirador gesehen habe. Es gibt halt, ich bin ja generell gegen Mikrotransaktionen. Definitiv, damit könnt ihr mich jagen. Aber gerade bei Multiplayer-Spielen sollte es doch... Das Wichtigste ist halt bei solchen Spielen, dass man möglichst viele Spieler bekommt. Gut, aber das nur kurz nebenbei. Es gibt einen Ingame-Shop. Aha, da kann man Essenzen ausgeben. Interessant. Kommt da noch so ein Shop? Gut, wir gucken mal kurz ins Profil. Da steht noch überhaupt nichts. Sammlung gibt es hier, Anpassung, Verzauberung. Aber das ist alles ziemlich... Oh, jetzt hat das geladen. Gut, ich habe noch kein einziges Spiel gespielt, wie ihr seht. Wir schauen uns dann, was haben wir denn hier unten noch? Discord-Chat-Link, genau, das war der Shop. Twitch-Kanäle kann man sich anzeigen lassen. Wir starten jetzt einfach mal. Moment, kann ich denn hier Ranglisten? Kann man sich hier auch anzeigen lassen? Okay, Wertung, ja gut, das sagt mir jetzt nicht allzu viel. Und das Level ist wahrscheinlich, wer hier den höchsten Level hat. Ja, das sind ist schon ein bisschen XP. Sammlungswert. Ja gut, das ist jetzt nicht so interessant. Wir schauen uns mal das Tutorial an und genau wie das funktioniert. Verteidige deine Spur. Lerne Kämpfe zu platzieren und sie aufzuwerten. Einmalige Belohnung 100 XP. Also ja, wenn man 4 gegen 4 spielt, jeder hat quasi seine eigene Lane. Ich weiß gar nicht, ob man den anderen irgendwie helfen kann oder nicht. Wir müssen erstmal unsere Spur verteidigen und da kommen noch ein paar andere Tutorials. Also das ist schon ein bisschen komplexer, das ganze Spiel. Starten wir einfach mal und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Live und in Farbe.
Wildfremd gegen den Computer. Das kann ja nur schief gehen. Nein. Gut. Und hier unten sehen wir, wie viele online sind, wie viele heute da waren. Interessant. 95.000 insgesamt. Das sind hier quasi, ich nenne sie jetzt einfach mal Rassen. So wie das aussieht, kann ich jetzt nur, genau, ich kann hier jetzt nur die Elementare wählen. Also es sind schon 7. Im Moment Superhirn. Bei Superhirn kriegt man, glaube ich, super, so wie ich das gelesen habe, zufällige Einheiten. Also das ist nochmal was anderes. Es gibt hier 6, ich nenne sie jetzt mal Rassen, Völker, wie auch immer. Nehmen wir mal die Elementare. Wir müssen unseren König verteidigen. Und die Feinde kommen hier aus der Höhle. Gut, das ist halt ganz klassisch Tower Defense. Hier unten haben wir unsere Einheiten. Oben der Timer, da unsere Lebenspunkte. Oben rechts die Minimap. Was haben wir denn hier noch so? Scores kann man sich hier noch anzeigen lassen. Waveguide. Welleninformation. Oh, und hier so ein Cheat Sheet mit den ja, Resistenzen, wo man gegen mehr Schaden macht und so. Wir sollen mal unseren ersten Kämpfer platzieren. Und zwar ist das eine Schlammgestalt, robuster Nahkämpfer, der vorübergehend seine Verteidigung verbessern kann. Hat als Fähigkeit Aufprall, Bonus Damage, verstärkt. Das wird wohl so was sein wie bessere Verteidigung. Verhärtet. Nee, das ist eine aktive Fähigkeit. Steuerung für Stats. Was haben wir denn hier? Der 1710 Lebenspunkte, 42 Schaden pro Sekunde und ist eine Nahkampfeinheit. Gut, dann nehmen wir den mal und platzieren ihn hier. Wir haben unser gesamtes Gold ausgegeben, dann werden wir mal die Runde beenden. Ja, genau. Normalerweise tickt hier der Timer runter, das ist jetzt Tutorial, das heißt, es passiert natürlich noch nicht. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit, um sich das Ganze auch mal anzuschauen. Genau, und der kämpft jetzt automatisch gegen die Angreifer. Wobei, soweit ich das verstanden habe, wenn man wenn man spielt, dann kämpft man zum einen gegen auch NPC-Wellen, aber auch gegen Wellen von echten Spielern. Aber ich muss sagen, so generell, das Design von den Figuren, was ich bisher so gesehen habe, das sieht doch alles schon, das sieht schon recht nett aus. Genau, eine ganze Ecke rauszoomen. Gefällt mir, das gefällt mir auf jeden Fall. Auch die Optik generell, das ganze Grafikdesign. Da muss ich ja natürlich bei diesem Comic-Look als erstes an League of Legends denken. Gut, wir haben jetzt Gegner erledigt, haben dadurch Gold bekommen. Jetzt können wir einen Wassergeist platzieren. Der hat nur 380 Leben, hat 18 SPS oder aber, was heißt, ja, 400 Reichweite. Weiter springendes Wasser, passiv. Jeder Angriff springt auf einen Gegner in der Nähe weiter und verursacht 100 Schaden. Ist doch ganz praktisch. Den platzieren wir natürlich hinter dem. Proton können wir uns noch kaufen. Ausgewogener Fernkämpfer mit kurzer Reichweite. Hat noch weniger Lebenspunkte, macht weniger Schaden, nur 250 Reichweite, aber auch Fernkämpfer. Packen wir ihn mal dahin. Gut, wir haben noch 2 Gold, mit denen wir nichts weiter anfangen können. Ja, genau, da wieder die Erinnerung. Man hat normalerweise nur begrenzt Zeit. Da muss man sich halt genau überlegen, welche Einheiten man dann spielt. Man kann auch nicht während so der Kampfphase irgendwie noch Einheiten platzieren, das geht nicht. Sondern immer nur nach so einer Phase. Also wenn die jetzt durchbrechen würden, alle von meinen zerstören und den König angreifen, dann muss der König die platt machen. Und dann können wir erst in der nächsten Runde vor der nächsten Welle wieder neue Einheiten platzieren. Wie ihr seht, hier wird auch noch was eingesammelt. Da kommen wir auch noch zu. Das ist auf jeden Fall noch eine andere Währung im Spiel. Wir können die natürlich auch aufwerten. Gucken wir doch mal. Aufwerten zu Atom. Das wären dann... Ich hätte hier gerne so ein bisschen so einen Vergleich. Also quasi neben den Daten, was und wie viel der dann aufgewertet wird. Das wäre vielleicht noch ganz nett. Machen wir das mal. Ja, ja. Und schon wieder die Erinnerung mit unbegrenzt Zeit. So, da kommt die nächste Welle, Welle 3.
Unser Frontschwein hält ja ganz gut durch. Und jeder getötete Gegner gibt halt ein bisschen Gold. Und je mehr Gold wir haben, desto bessere Einheiten können wir dann auch aufs Spielfeld stellen, kaufen und halt auch unsere Einheiten aufwerten. Gut, das war, sieht doch alles sehr einfach aus bis jetzt. Mission erfolgreich. Da haben wir schon mal 100 XP bekommen. Also bisher gefällt mir das richtig gut. Ich bin ja so ein bisschen momentan Dota Underlords spiele ich halt sehr viel. Also sehr viel im Let's Play. Und ja, das ist auch schon wieder so ein Spiel. Das wäre, glaube ich, auch schon wieder was für mich. Verteidige deine Spur. Lerne Kämpfer zu platzieren und sie aufzuwerten. Gut, Söldner gibt es auch noch. Ach nee, Moment, wir waren noch hier. Jetzt hier. Lerne, wie Söldner rekrutiert und Arbeiter ausgebildet werden. Ach genau, mit dieser anderen Währung kann man dann irgendwie Söldner anwerben. Also es macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Definitiv. Und es ist jetzt kurz vor 12. 77 Leute sind online. Also da wird man auf jeden Fall auch Spieler finden. Es spielen halt nicht so viele, aber 1477 waren insgesamt heute online. Knapp 95.000 insgesamt. Das ist gar nicht mal... Das ist auf jeden Fall okay. Jedes Team verteidigt seinen eigenen König. Ach so, okay, dann können wir da gar nicht aushelfen. Gut, dann hätten wir das schon mal geklärt. Jeder Spieler hat eine eigene Spur. Alles klar, ich bin da und hier, wie ihr seht, genau. So, platzieren wir mal wieder hier unseren Kämpfer. Gut, das ganze Gold haben wir ausgegeben. Und wir haben etwas Mythium. Mythium wird verwendet, um Söldner zu rekrutieren. Genau, das war die, was hier eingesammelt wird. Das ist die Währung. Arbeiter können wir auch noch ausbilden. Entschuldigung. Nach jeder Welle erhältst du Gold in Höhe deines Einkommens. Alles klar, gut. Hier kommen wir in die Söldnerliste. Schnecke als Söldner. Okay, plus 6 Einkommen. Moment. Aufprall verstärkt. Ja, ist ein bisschen blöd, dass man nicht genau hier sehen kann, was jetzt dieses Aufprall und Verstärkt genau macht. Gut. Ach so, die Schnecke sammelt jetzt auch noch. Nee, Moment, die sammelt jetzt auch noch Mythium ein. Deine Schnecke wartet hier, bis die Welle beginnt. Okay. Du hast in diesem Tutorial unbegrenzt Zeit. Normalerweise musst du Entscheidungen treffen. Ja. Das ist schon etwas penetrant. Eine Schnecke greift nun die gegnerische Spur an. Oh, okay. Aber ist das denn jetzt zufällig, wo die angreift? Oder kann ich das auswählen? Das verstehe ich gerade noch nicht so richtig. Okay. Moment, wir brauchen dann also auch Söldner, um den Gegner generell anzugreifen. Habe ich das richtig verstanden? Mythium, der blaue Kristall, mit dem Söldner rekrutiert werden, wird passiv im Laufe der Zeit verdient. Alles klar. Deine Arbeiter sammeln im Laufe der Zeit Mythium. Ja. Bilde einen Arbeiter aus, um deine Mythium-Sammelrate zu erhöhen. Machen wir das doch. Müssen wir hier den Cooldown abwarten. Genau, wir sollen jetzt hier noch Kämpfer platzieren. Wir haben ja eine Biene. Angriffsstarker Nahkämpfer, der Gegner vergiftet. Seit wann sind die Bienen Nahkämpfer? So, jetzt nochmal warten, bis wir 40 Mythium haben. Dann können wir nämlich die Drachenschildkröte anwerben. Und das haben wir hier auch gleich zusammen. Was heißt hier bitte plus 12 Einkommen? Das habe ich noch nicht so ganz gecheckt. Wenn sie überlebt oder wie, kriegen wir plus 12 Einkommen.
Magie, Arkan, fliegt, Nahkämpfer. Fliegender Nahkämpfer, das ist auch interessant. Ja, ja, unbegrenzt Zeit, bla bla bla. So, du teleportierst dich dann jetzt da wieder hin. Also scheinbar wird das ja immer, also die wird immer auf die Lane hier teleportiert, oder wie darf ich das jetzt verstehen? Die Söldner. Wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, es wäre zufällig, aber das glaube ich halt eben nicht. Ja, und wenn die Angreifer da durchkommen, laufen sie halt zum König und fügen dem Schaden zu. Der König kann sich nicht wieder hochheilen. Und wenn der halt stirbt, dann ist es vorbei. Dann hat man verloren oder je nachdem gewonnen. Gut, aber auf jeden Fall kann er sich verteidigen. Das war erstmal so viel dazu. Aber ich habe, wie gesagt, jetzt noch nicht verstanden, wo denn diese Söldner wirklich spawnen, bei welchem Gegner. Steigere dein Einkommen, werde reich. Das hört sich doch gut an. Lerne, wie du dein Einkommen maximierst. 120 XP gibt es hier dafür, dann machen wir das auch. Dann gehen wir einfach mal das Tutorial hier durch. Ich glaube, wenn ich gleich online spielen würde, dann würde ich sowieso komplett zerstört werden. Nehmen wir mal die Bäumlinge. Okay, in dieser Mission wird Kriegsnebel erklärt. In der Nacht kannst du die gegnerische Spur nicht sehen. Am Tag, während die Welle angreift, lichtet sich der Nebel. Alles klar. Als nächstes lernst du übers Einkommen. Über Einkommen. Das meiste Gold bekommst du durchs Töten der Welle. Allerdings erhältst du nach jeder Welle Bonusgold in Höhe deines Einkommens. Du beginnst mit 0 Einkommen. Jedes Mal, wenn du Söldner rekrutierst, erhöht sich dein Einkommen dauerhaft. Ach so, okay. Profi-Tipp, gib dein Mythium so schnell wie möglich aus, um dein Einkommen möglichst früh zu steigern. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll. So im ersten Moment. Platziere Kämpfer und bilde 1-2 Arbeiter aus. Arbeiter auszubilden ist sehr wichtig. Mehr Arbeiter gleich mehr Mythium, mehr Mythium, mehr Söldner, mehr Einkommen und mehr Einkommen, mehr Gold. Okay. Gut, dann werde ich auf jeden Fall hier erst nochmal Nahkämpfer platzieren. Genau, dann haben wir noch 50 Gold. Du kostest 50 Gold. Und jetzt bleibt der Zeitgeber aktiviert. Das dauert jetzt hier wieder einen Moment. Können wir ja mal kurz reinzoomen und uns das ein bisschen aus der Nähe anschauen, wenn die Kamera nicht so schnell wäre. Also generell ja doch. Also ich muss sagen, mir gefällt die Optik echt gut. Ist jetzt nicht so detailreich, aber generell, ich mag diesen etwas, ja, wie soll ich das nennen, sauberen Look in dem Fall. So, du hast sie gleich erledigt. Du hast 0 Gold durch Einkommen erhalten, was für eine Überraschung. Okay, und die Gegner werden, glaube ich, auch mit jeder Welle stärker. Jetzt läuft die Zeit darunter. Dann holen wir uns noch eine Biene dazu. Und wir können hier noch eine Schnecke rekrutieren. Dann holen wir uns die nämlich auch, weil dadurch bekommen wir dann halt auch mehr Einkommen. Kann ich das irgendwie zuklappen? So. Und die ist jetzt wieder hier gespawnt, oder wie? Ja, wie gesagt, was wo genau passiert, wo die hingeschickt werden. Das ist noch so ein bisschen so eine Sache. Tab, können wir uns das hier nochmal angucken? Okay. 6 Gold durch Einkommen erhalten. Alles klar, da oben läuft der Timer wieder runter. Wir holen uns jetzt hier noch Nahkämpfer, Nahkämpfer. Ich glaube, ich nehme mal hier so eine Fernkämpferin. Ist vielleicht, kann ich die denn noch verschieben? Nein, kann ich auch nicht. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Dann rekrutieren wir hier nochmal eine Schnecke. Da muss man sich gleich schon zu Anfang
ganz genau überlegen, wo man die genau platziert. Vielleicht auch, welche Einheiten man denn benutzt. Oder welche man ja platzieren will. Ja, die sind hier schon einen Ticken stärker. Vielleicht sollte ich da gleich schon mal zwei Einheiten platzieren zur Verteidigung. Weil das sieht schon so aus, als ob sie den wirklich platt kriegen. Aber das haben sie gerade noch so geschafft. Gibt auch okay Legionzauber, aber gut, das kommt später dann noch. Du brauchst 18 Einkommen bis Welle 3, um diese Mission zu erfüllen, aber du hattest nur 12. Nochmal versuchen. Was? Das ist doch Beschiss. Das hat mir überhaupt keiner gesagt. Was soll das denn? Ach Mann, ey. Ja komm, dann platziere ich dich. Dann machen wir das nochmal eben so. Ja, ja, gut. Dann werde ich mir gleich hier nur noch so Söldner anwerben. Damit wir das dann auch endlich geschafft haben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Eigentlich wollte ich jetzt gleich weiter und das nächste Tutorial zeigen, aber ja, da müssen wir jetzt nochmal durch. Also ihr seht schon, das ist auf jeden Fall schon ein ganzes Stück anspruchsvoller. Null Gold durch Einkommen. Ja, ja, du mich auch. Gut, wir rekrutieren jetzt als erstes mal eine Schnecke. Und eine Hüterin packen wir mal dahin. Obwohl, die hätte ich vielleicht noch ein Feld weiter nach hinten setzen können. Dann müssen die zwei das jetzt erstmal regeln. Ja, die Schnecke hat es jetzt nicht gerade lange gemacht. Gut. Am Anfang ist das natürlich ein bisschen zäher, weil das dauert alles einen Tacken länger. Was haben wir denn hier noch so? Hier unten haben wir noch Kämpferwert. Ach so. Empfohlener Wert der Welle. Ach so, daran kann man sich dann orientieren. So, dann haben wir noch ein bisschen Einkommen bekommen. Dann holen wir uns da noch eine Schnecke. Die packe ich dann jetzt nochmal dazu hier. Packe ich dann mal dahin. Also dann spawnen meine Söldner immer auf der anderen Seite. Also nicht auf den beiden Lanes, wo ich hier und hier mein Mitspieler auf dieser Seite hier sind. Dann hole ich da nochmal einen Arbeiter. Och nö! Ich muss gleich am Anfang so eine verdammte Schnecke da hinsetzen. Ja gut, das beenden wir jetzt. Ja, ich möchte... Was heißt das denn jetzt hier beenden? Ich will jetzt nicht das Spiel beenden, sondern ich wollte ins Hauptmenü. Aber gut, ich würde mal sagen, das reicht mal für einen kurzen Ersteindruck, sonst wird das Video einfach zu lange. Ich habe es jetzt nicht gecheckt. Ich habe mir das eben schon beim zweiten Mal gedacht, dass ich gleich am Anfang da so eine verdammte Schnecke hätte hinsetzen müssen. Aber ihr habt ungefähr mitbekommen, wie das Spiel funktioniert. Ich auch. Da gibt es noch ein paar Eigenheiten. Aber ja, gut. Das sollte erstmal für den Anfang reichen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Spiel und vor allen Dingen mit dem Video. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Abo, über einen Daumen nach oben und natürlich über einen Kommentar freuen. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.